Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier einen Adventskalender, der ans Herz geht, und zwar habe ich hier den 24 Gute-Taten-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie jedes Jahr haben wir hier einen Adventskalender, der 24 Euro plus Versand kostet, und hier sind halt 24 ausgewählte Projekte drin enthalten, wo du jeden Tag mit dem Kauf des Adventskalenders 1 Euro an jedes dieser Projekte spendest. Also es ist ein super gemeinnütziger Adventskalender, und wenn man das Geld über hat, kann ich es jedes Jahr aufs Neue empfehlen, ihn sich zu holen, ihn zu verschenken, oder zum Beispiel als Firma, so als kleiner Tipp am Rande, kann man den auch super kaufen, und ich glaube, da kann man sogar irgendwie auch ein Logo oder so von sich draufdrucken lassen. Das ist ein super Weihnachtsgeschenk für die Kunden zum Beispiel, ne? Okay, also, ich durfte auch dieses Jahr bei diesem Adventskalender mitwirken. Das heißt, ein Kläppchen davon trifft mich persönlich auch sehr. Und das werdet ihr dann auch auf dem Instagram-Profil von 24gutetaten.de in der Weihnachtszeit sehen. Und ja, genau. Wir sammeln uns erstmal und dann können wir zusammen reinschauen. Sollte dich generell, egal was, zu sehr triggern, denn hier sind sehr, sehr viele auch Herzensprojekte mit dabei, dann ist dieses Adventskalender-Unboxing vielleicht nicht unbedingt dein Video. Also schau gerne das nächste Video, guck im E-Mail vorbei, da verlinke ich dir eins mit ein bisschen gute Laune und hast du nicht gesehen, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Genau, ne? Das wäre vielleicht nicht so verkehrt, und ja, solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen, eigentlich Beauty-Reise. Und ja, genau. So, wir schauen hier auch chronologisch einfach durch. Das heißt, ich suche mir jetzt zuallererst die Nummer 1 raus. Wir haben halt diesen wunderschönen, wirklich dekorativen Tannenbaum, den man sich zu Hause halt selber zusammenstecken kann. Und am 1. Dezember spendet man mit seiner, also ist, oder ist die gute Tat, 1,5 Minuten für die Rettung des Schweinswals in Deutschland. Wusstet ihr, dass in Deutschland der Schweinswal überhaupt noch heimisch ist? Ich wusste es nicht. Ich finde es total abgefahren und finde es dementsprechend noch irgendwie wichtiger, dass da überhaupt etwas gemacht wird. Denn wenn ich selber als 35-Jährige nicht weiß, dass der Schweinswal in Deutschland überhaupt heimisch ist, ist irgendwas auch wieder verkehrt, ne? Crazy. 1,5 Minuten, weiß ich nicht genau, wie das dann aussieht. Da kann man dann halt wirklich auch im Dezember jeden Tag auf dem Instagram-Profil von 24 Gute Taten vorbeischauen. Da wird das alles nochmal viel, viel intensiver erklärt. Wird mich da auch sehr interessieren, muss ich gestehen. Dann schauen wir mal weiter. Ich sage hier sehr viel M. Der 2. Dezember befindet sich hier an dieser Seite, und die gute Tat ist 30 Gramm Saatgut alter Sorten für eine Bauernfamilie in Mosambik. Alte Sorten sind auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, denn durch die ganze Überzüchtung, auch tatsächlich bei Samen, ist es so, dass das dann vielleicht nicht mehr so gut dort funktioniert oder die einfach auch nicht mehr diese Nährstoffe haben, wie die alten Saate es tatsächlich hätten. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und durch diese ganzen Saatgut-Adventskalender, die wir ja auch vorgestellt haben, also sowohl Nicole als auch ich, habe ich persönlich auch merken dürfen, dass Saatgut ganz schön teuer ist. Dementsprechend finde ich es cool, dass dort auch entsprechend unterstützt wird. Dann schauen wir mal in der Nummer 3 vorbei, und die haben wir hier oben einmal. Eine Untersuchung und Wurmkur für ein Haustier in und um Köln. Sowas finde ich auch immer echt sehr wichtig und sehr schön. Man kennt ja, glaube ich, diese Trucks, die einfach so von Gratisärzten vorhanden sind. Also ein Tierarztbesuch ist super teuer, kann man sich nicht leisten, und es gibt sehr viele Menschen auf der ganzen Welt, die einsam sind, und die haben dann auch Haustiere. Diese Menschen haben aber nicht immer das Geld dafür, um sich dann auch wirklich komplett um das Haustier kümmern zu können, was sehr, sehr schade ist. Die tun viel dafür, manchmal funktioniert das aber nicht so gut, und hier haben wir halt einfach die Möglichkeit, da jemanden zu unterstützen, und dass es mit 1 Euro schon möglich ist, finde ich persönlich mega geil. So, hier haben wir die Nummer 4. Dort ist, wow, mit 1 Euro 2500 Quadratmeter gesicherter Lebensraum für Löwen für ein Jahr in Botswana. Das finde ich ja mal krass. Also das ist halt auch die Sache, was dieser Adventskalender uns so zeigt, was man theoretisch mit 1 Euro machen kann. Und das ganze Jahr über befasst sich diese ganze Geschichte, also die 24gutetaten.de Family damit, auch perfekte Projekte, die auch bestätigt sind natürlich, ne, für diesen Adventskalender zu finden. Und das finde ich großartig. Also, dass man hier auch so abgefahrene Sachen drin findet. Überleg mal mit 1 Euro, und das ist immer wieder so
richtig krass, finde ich das. Ja. Okay. Hier, da ist der 5. Dezember einmal, der Tag vor Nikolaus. 10 Minuten Musikunterricht für einen Migrant oder eine Migrantin in Berlin. Das ist ja auch ziemlich geil. Ich finde, Musik verbindet nicht nur die Menschen, es bringt auch manchmal Menschen dazu, zu reden. Also gerade Migrantinnen und Migranten haben auf ihrem Weg zu uns harte Sachen durchgemacht. Und ja, wenn man da dann einfach durch Musik eine gewisse Leichtigkeit ins Leben bringen kann, ist es doch echt irgendwie auch mega nice. Und ich finde es richtig cool, dass man eben so ein Projekt mit unterstützen kann. Also finde ich sehr, 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 sehr schön. Nikolaus, der 6. Dezember. Eine Dusche für einen obdachlosen Menschen in Südafrika. Das ist ja auch mal crazy. Meinen die damit einen Duschgang oder eine wirkliche Dusche? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Beides finde ich ziemlich cool, denn das hilft. Also allein, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich wirklich krank bin oder die Zeit, als ich halt quasi Julius geboren habe und im Krankenhaus war und nicht duschen gehen konnte, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt, ne? Und eine Dusche macht einen wieder irgendwie zu einem Menschen und das finde ich ziemlich cool, dass man das hier so mit drin hat. Und da werde ich mich natürlich dann auch den Dezember über auf dem 24 Gute Taten Instagram-Profil rumtreiben. Der 7. Dezember ist jetzt hier. Ein Quadratmeter Paradies für Insekten im Mittelrheintal. Interessant. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da dann quasi so eine Samenbombe oder sowas quasi gespendet hat, ne? Das hatten wir auch in diesem Saatgut-Adventskalender. Richtig, richtig cool. Denn wir brauchen die Insekten. So lästig sie auch manchmal für uns sind, wenn wir uns gerade ein schönes Stück Apfelkuchen reinpfeifen wollen und die Wespe sich denkt, ich möchte auch. Letztendlich haben all diese Insekten ja auch ihren Nutzen und die müssen wir schützen. Und wenn wir keine Bienen mehr haben, haben wir alle ein riesiges Problem, weil dann haben wir kein Obst mehr hier, wir haben hier keine Blumen mehr. Und man sagt ja auch nicht ohne Grund, dass wenn keine Bienen mehr da sind, sind auch sehr, sehr bald keine Menschen mehr da. Ne? Deswegen ist es immer wichtig, solche Wesen auch zu schützen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie dieses Jahr wirklich sehr, sehr besonders. Also schaut definitiv bei dem Instagram-Profil von 24gutetaten.de vorbei, denn das ist das Kläppchen, was ich vorstellen durfte. Man spendet mit einem einzigen Euro 30 Minuten Selbstverteidigungstraining für ein Mädchen in Bangladesch. Und die Geschichte, die dahinter steckt, ist halt einfach nochmal intensiver, weil diese Mädchen müssen sich natürlich selber verteidigen, weil dort eine etwas andere Kriminalität herrscht und Frauen einen etwas anderen Stellenwert haben, als wir ihn hier in Deutschland halt haben. Und es kräftigt und stärkt die Frauen halt, wenn sie die Möglichkeit bekommen, so einen Selbstverteidigungskurs machen zu können, um dieses Selbstbewusstsein zurückzubekommen, wieder zur Schule zu gehen, erhobenen Hauptes zur Schule zu gehen, weil sie wissen, wenn etwas passiert, kann ich mich wehren. Und dementsprechend finde ich es super, super krass und großartig, dass nicht nur dieses Kläppchen hier drin ist, sondern auch, dass ich das vorstellen durfte. Denn das trifft mich halt wirklich aufs Äußerste persönlich. Und das wusste das 24-Gute-Taten-Team ehrlich gesagt auch gar nicht. Ja. Ich habe tatsächlich damals Judo gemacht und sehr schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns darüber freuen, dass wir ein Hygienekit für eine Schülerin in Nepal spendieren dürfen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Denn da geht es tatsächlich ja auch um ein ganz besonderes Hygienekit, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist halt nicht in jedem Land so leicht wie hier in Deutschland, dass du einfach wie eine Selbstverständlichkeit, dir halt deine Frauenhygieneprodukte zum Beispiel selber kaufen kannst, mal eben kurz in den Supermarkt gehst, um dir das zu holen. Und ich glaube, in Nepal ist die ganze Geschichte auch mit den logistischen Geschichten gar nicht so gegeben, sodass sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, vielleicht so schnell mal eben kurz zu irgendeinem Supermarkt zu laufen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass es hier mit drin ist. In der Nummer 10 darf es damit weitergehen, dass unsere gute Tat ist, dass wir ein Geburtshilfe-Kit für einen Hebammeneinsatz in Sierra Leone unterstützen. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, dass es mit einem Euro möglich ist. Das ist der Wahnsinn. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass andere Frauen auf der Welt es mit Geburt und auch Geburtsvorbereitung und Geburtsnachbereitung sehr, sehr schwer haben. Ich weiß, dass hier in Deutschland allein schon sehr, sehr viele
sehr heftige Sachen passieren und dass Frauen es auch oft nicht gut geht. Aber stellt euch mal vor, eure Hebamme hat nicht mal die Möglichkeit, zum Beispiel Herztöne von eurem Kind zu hören oder irgendwas vernünftig bei euch halt zu untersuchen. Und wenn wir damit einfach da helfen können, bin ich mit dabei, ne? Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Gut. So, kommen wir zur ersten Schnapszahl dieses Adventskalenders und da haben wir natürlich den 11. Dezember hier auch am Start. 6 Minuten Muttersprachförderung für ein zugezogenes Kind in Thüringen. Für ein Muttersprach, das weiß ich jetzt nicht, was die damit meinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Muttersprachförderung für ein zugezogenes Kind in Thüringen. Meinen die damit quasi Deutsch oder meinen die Muttersprache von dem Kind? Ich glaube, dass es da um Deutsch geht, bin mir aber nicht sicher. Oder geht es darum, dass gesagt wird, dass dann quasi der Dialekt unterrichtet wird? Kann ich mir nicht vorstellen, aber es wird auf jeden Fall dann auf der Instagram-Homepage dann nochmal etwas mehr und detaillierter erklärt werden. Zur Halbzeit ist die gute Spende 10 Minuten Konfliktprävention für Affen und Menschen in Indonesien. Und das ist so wichtig, weil es ist tatsächlich so, dass wenn du einen Affen verärgerst, dass er auch sehr verärgert wird. Und wir stammen ja auch von den Affen ab. Dementsprechend, wie soll ich das sagen, sind die dann auch vielleicht langfristig da entsprechend geprägt. Ne? Und das kann man hier mit 10 Minuten Konfliktprävention halt vermeiden, was ich sehr interessant finde, um da halt ein besseres Zusammenleben zu schaffen, dass man nicht aus Wut zum Beispiel ein Tier aus dem Leben scheiden lässt oder auch, ich weiß nicht, einem Affen kann es ja nicht beibringen, dass ein Mensch nett ist, aber man kann es auf jeden Fall dem Menschen beibringen, dass man einen Affen jetzt nicht irgendwie, ne, aufgrund von Emotionen irgendwie behandeln sollte. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter zum 13. Dezember und dort befindet sich eine weitere, na, gute Tat drin und zwar 5 Minuten Traumatherapie für ein Kind in Bethlehem. Sehr wichtig, weil das ist ja auch ein sehr, sehr krisenbelastetes Gebiet dort und Traumatherapie ist ein sehr wichtiges Thema, was ich tatsächlich ja auch selber bewältige, also wo ich ja auch selber in Therapie bin. Dementsprechend kann ich das einfach nur von ganzem Herzen unterstützen und gut befinden. Genau. Weiter geht die wilde Reise am 14. Dezember. Da haben wir, Moment, das wird gerade hier ein bisschen verdeckt, 8 Quadratmeter Wald in Guatemala aufgeforstet und vor Waldbränden geschützt. Das finde ich auch sehr wichtig. Wir haben dort auch eine entsprechende Artenvielfalt, die geschützt werden muss. Und ja, es dauert Ewigkeiten, bis man einen Wald wieder aufforsten kann, aber es geht super schnell, einen Wald abzuholzen. Ne? Genau. So, ich muss mich immer wieder zwischen den einzelnen Kläppchen so ein bisschen sammeln, deswegen, ne, es tut mir wirklich leid, aber schaut in der Infobox vorbei. Ich habe euch mal den Link zu dem Adventskalender dort reingesetzt. Am 15. Dezember ist die gute Tat eine Mahlzeit für eine aus Seenot im Mittelmeer gerettete Person. Und ich glaube, die Frequenz der Menschen, die sich in Seenot auf dem Mittelmeer befinden, ist jetzt wirklich im Laufe der letzten Jahre immens gestiegen. Und dass man mit 1 Euro eine Mahlzeit da entsprechend finanzieren kann, finde ich auch schon wieder total abgefahren und einfach richtig geil. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass wir das hier am 15. Dezember als gute Tat mit drin haben und einfach auch super wichtig. Ne? Nahrung ist einfach so wichtig. Und ich glaube, wenn du sehr lange im Meer gewesen bist und in Seenot warst, hast du auch sehr großen Hunger. Dann haben wir hier den 16. Dezember, ein Tag Schulbildung und Essen für ein Kind in Haiti und das finde ich auch schon wieder so krass, dass du mit 1 Euro einen ganzen Tag Schulbildung und Schulessen spenden kannst. Also das ist so heftig, finde ich richtig nice und Bildung ist einfach, man sagt ja auch immer, Bildung ist Macht, ne? Gib den Menschen auf der ganzen Welt einfach mal mehr Macht, das ist wirklich wichtig. Genau. Wir befinden uns schon eine Woche vor Heiligabend und ja, es ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Adventskalenders, ihn im Ganzen aufzumachen, sondern wirklich jeden Tag und dann auf sich wirken zu lassen. Ich wollte ihn euch aber gerne komplett vorstellen, dass ihr noch die Möglichkeit habt, ihn euch zu bestellen, wenn ihr möchtet. Eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember ist es 1 Stunde Fürsorge für Obdachlose, psychisch Kranke in Burkina Faso. Auch dort ist das Ganze halt wirklich ein etwas anders krisenbehaftetes Gebiet als bei uns und dementsprechend finde ich das auch sehr, sehr schön und ja,
dass man da halt einfach auch seine Unterstützung geben kann, eben auch relativ anonym, ne? Einfach durch den Kauf von so einem Adventskalender, und das finde ich sehr schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. 43 Quadratmeter Boden einer Familie in Indien werden nutzbar gemacht. 43 Quadratmeter, das muss man sich echt mal überlegen, ne? Und das ist eben für die Leute, die dort in Indien leben, halt auch super wichtig, denn viele Leute, die dort leben, bauen sich halt auch selber ihre Nahrung an oder können dadurch halt viel, viel günstiger leben, ne? Und dementsprechend finde ich das einfach auch sehr wichtig und sehr schön. Und 43 Quadratmeter, das muss man sich mal überlegen, wie viel das ist, ne? Wow. Einfach wow. Am 19. Dezember haben wir hier eine Stunde Ausbildung zur Gesundheitspromotorin, in Guatemala. Aha. Dass vielleicht in Guatemala einfach mehr Aufklärung quasi durch die Gesundheitspromotoren entsteht. Da weiß ich halt auch nicht, was genau dahinter steckt. Muss ich mich natürlich noch etwas intensiver informieren. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir 2,5 Liter Trinkwasser täglich für unbeschwertes Lernen in Burkina Faso. Burkina Faso ist halt auch echt ein hartes Krisengebiet. Und für täglich unbeschwertes Lernen. Das ist halt wirklich, damit die Kinder nicht los müssen, um Wasser zu holen, sondern ne, dass dann halt quasi 2,5 Liter schon direkt bereitgestellt werden können. Das ist für die wirklich sehr wichtig und sehr viel Gold wert. Und generell wieder, ne, das Thema Bildung, das Thema Wissen ist auf der ganzen Welt enorm wichtig. Ein Junglachs aufziehen und im Rhein aussetzen ist hier tatsächlich am 21. Dezember die gute Tat. Wir haben eine Überfischung der Meere, eine Überfischung der Flüsse, und das finde ich einfach irgendwie total süß gedacht, muss ich sagen. Ich hoffe nur, dass dieser Junglachs dann nicht so viel Liebe erfährt, um dann relativ schnell wieder rausgefischt zu werden, ne? Aber finde ich schön. Finde ich wirklich schön, dass dann da auch an die heimischen Tiere gedacht wird, um das mal so zu sagen. 2 Tage vor Heiligabend am 22. Dezember ist die gute Tat eine sichere Übernachtung für Frauen in Kamerun. Dort ist halt auch einfach eine ganz andere Situation, eine ganz andere politische Situation, eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Und wenn Frauen dort ein Problem haben, dann haben sie, glaube ich, nicht ganz so viel zu sagen, um das mal so zu sagen. Und wenn man denen dann einfach die Möglichkeit gibt, wenigstens eine Nacht mal für sich zu sein und sicher übernachten zu können, ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, ein Tag vor Heiligabend ist die gute Tat, dass eine Stunde pädagogische Betreuung für ein geflüchtetes Kind auf Lesbos gegeben wird. Und das finde ich auch sehr schön. Man hört es immer mehr, dass halt auch wirklich Eltern ihre Kinder teilweise alleine losschicken. Und wenn man da dann entsprechend pädagogisch die Kinder betreuen kann, um sie auch wieder ein Stück weit einzuholen, ist das wirklich Gold wert. So, und jetzt gucken wir mal, was am 24. Dezember die gute Tat von dem Adventskalender ist. Es sind 10 Minuten Besuchszeit für eine einsame alte Person in Deutschland. Das ist sehr wichtig. Also diese ganze Thematik mit Alterseinsein und Alterseinsamkeit ist, glaube ich, wirklich ein großes Thema. Denn man hört es leider viel zu oft, dass ältere Menschen ins Altersheim kommen, ins Pflegeheim kommen und die Angehörigen sie dort einfach lassen. Und das ist sehr schade, sehr, sehr schade. Und wenn da jemand halt wirklich die Unterstützung auf diese Art und Weise bekommt, finde ich das sehr, sehr schön. Das ist der Adventskalender gewesen. Ich finde, die haben sich dieses Jahr auch wieder sehr schöne Projekte ausgesucht. Es ist wie jedes Jahr so, dass natürlich nicht jedes Projekt sehr ans Herz geht, dass man nicht jedes Projekt super krass findet, aber ich möchte immer wieder daran erinnern, dass man hierfür 24 Euro bezahlt hat, und das finde ich einfach super günstig halt auch einfach, um das mal so zu sagen, dass man so viel Herzenswärme geben kann. So, das wäre jetzt einmal der 24 Gute Taten Adventskalender gewesen. Wie jedes Jahr geht er mir ans Herz, und wie jedes Jahr möchte ich ihn euch einfach sehr, 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 sehr intensiv ans Herz legen und empfehlen. In der Infobox ist der Link dazu. Wenn ihr möchtet, schaut gerne mal dort vorbei. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.